Herzlich willkommen allerseits. Wir sind hier bei meinem nächsten Video auf meinem Channel Gulbal Terminals Portrait by Ernst Kreusel. Wir sind jetzt bei der dritten von den vier Mannschaften, die ich euch näher bringe. Heute spreche ich über Sporting Franzburg. Sporting Franzburg ist eine brandneue Mannschaft, die jetzt erst vor kurzer Zeit gegründet wurde. Wie das genau sich verhält, werde ich euch dann später sagen. Ich fange erstmal an, wieder den Kader zu nennen. Für Sporting Franzburg spielen Christoph Drews, Josefine Nese, Max Tiergard, Falko Krovas, Jonas Bayer, Dean Hellmann, Dominik Rasch, Davis Hartwig und Sebastian Kautz. Zu den Spielern kann ich euch wirklich nichts sagen, weil ich habe die Spieler schon gesehen. Ich weiß, wer sich hinter den Namen verbirgt. Aber jetzt, ich kann euch überhaupt nichts dazu sagen. Sie haben vorher nie Gulbal gespielt. Der Hintergrund, warum sich der Verein überhaupt gegründet hat, ist, dass der Trainer Mario Turloff vom RGC Hansa Lehrer ist an der Schule in Franzburg und dort Gulbal näher gebracht hat. Deshalb hat sich die Mannschaft gegründet, weil die Spieler das toll fanden, Gulbal zu spielen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob da überhaupt ein Sehbehinderter im Kader dabei ist, weil soweit ich weiß, sind das alles normal sehende Spieler. Und man muss mindestens einen Sehbehinderten auf dem Feld haben. Zwei der drei Feldspieler dürfen normalsehend sein, hier ausnahmsweise in Deutschland im nationalen Wettbewerb. Aber soweit ich weiß, sind das alles normalsehende Spieler. Es könnte Josefine Nese, da könnte es sich darum handeln vielleicht. Das ist die einzige, die ich jetzt auch, wo mir jetzt auch der Name nicht wirklich was sagt. Also sie gehört jetzt nicht zu den Jugendlichen, die ich da auch schon kennenlernen durfte, die auch sehr sympathisch sind, was man ja über die heutige Jugend leider nicht mehr so häufig sagen kann. Aber das ist eine andere Geschichte, darüber möchte ich mich jetzt hier nicht auslassen. Aber von daher, der Hintergrund dessen ist auch, weil jetzt bestimmt viele sagen werden, das kann halt nicht sein, dass dann halt eben in einer Sportart für Blinde und Sehbehinderte nur Normalsehende spielen und sich dann einen Sehbehinderten irgendwie dazuholen. Da kann ich euch sagen, das sehe ich genauso, dass jetzt es nicht sein kann. Da finde ich auch die Regel mit den zwei Normalsehenden einfach zu hoch angesiedelt, bin ich auch ganz ehrlich. Da könnte man drüber nachdenken, diese Regel wieder auf einen herabzusetzen und auch eine Maximalzahl im Kader festzulegen. Ich bin auch gern bereit einzugehen, dass man jetzt hier so macht, eine zu den B1, B2, B3, die es ja schon gibt, eine B4 dann noch dazu zu nehmen, hier nur für national, wo man dann einfach sagt, das ist jetzt bis 30 oder 40% Sehfähigkeit. So wird es zum Beispiel im Blindenfußball gehandhabt. Ist generell auch national nicht erlaubt, dass da Normalsehende spielen. Da ist halt einfach dann zu den B1, B2, B3, zu den Klassifizierungen eine B4 zusätzlich noch gemacht worden hier national. Könnte man im Gulbal vielleicht auch machen, dass man generell sagt, jetzt wer jetzt komplett halt eben komplett normalsehend ist, darf dann auch nicht mitspielen und es gibt dann eine B4. Da wäre ich auch für offen. Nicht, weil ich jetzt gegen Inklusion oder so bin, aber
Ich sage ganz ehrlich, die Sportart Goalball ist eine Sportart, die für Blinde und Sehbehinderte geschaffen wurde. Und Sepp Reindle und Hans Lorenzen haben sich das 1946 bestimmt nicht gedacht, dass dann irgendwann Normalsehende kommen, die dann diese Sportart einfach für sich dann nehmen und dann halt die Sehbehinderten keine Chance mehr haben. Ihr werdet jetzt bestimmt auch sagen, ja, die tragen doch eh eine Brille. Warum sind die dann im Vorteil? Das liegt daran, dass sie sich einfach viel leichter was abschauen können, auch im Training. Sie können sich bei einer Technik viel leichter was abschauen, als jetzt zum Beispiel ein Sehbehinderter. Ein Normalsehender braucht bloß zwei, dreimal hingucken, dann kann er das vielleicht schon. Bei einem Sehbehinderten kann das viel länger dauern, weil er das einfach nicht sieht. Von daher sind Normalsehende da schon im Vorteil. Und man sollte vielleicht ihnen nicht generell die Chance nehmen, den Sport zu spielen. Aber ich finde schon, dass jetzt bei der Sportart die Sehbehinderten im Vordergrund stehen sollten. Und man könnte da eine Maximalzahl festlegen. Also ich sage jetzt nicht so wie im Blindfußball mit dem B1, B2, B3 und dann der B4. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man dann einfach so macht, dass jetzt hier Normalsehende das nicht spielen dürfen und so. Aber wenn es so wäre, muss ich sagen, hätte ich jetzt, also würde ich jetzt auch nicht Amok laufen, weil den Normalsehenden tut es im Endeffekt nicht weh. Die können auch andere Sportarten machen, wie jetzt zum Beispiel Fußball oder Handball oder irgendwas anderes, was jetzt Sehbehinderte einfach nicht machen können. Theoretisch könnten sie es, aber praktisch können sie es nicht, weil sie einfach nichts sehen und dann im Vergleich auch zu Normalsehenden keine Chance haben. Deswegen, ihr könnt das gerne anders sehen. Ihr könnt doch gerne in die Kommentare was dazu schreiben. Und dann gehe ich da auch gerne drauf ein. Wir können da auch gerne Diskussionen drüber führen, über dieses Thema. Wenn euch das jetzt auch so sehr interessiert, das ist ja jetzt schon ein weitreichendes Thema, also weitreichenderes Thema mit den jetzt Normalsehende, weil es können jetzt auch welche geben, das ist jetzt diskriminierend sozusagen, aber das soll ja nicht diskriminierend sein. Ich sehe es eher als diskriminierend an, wenn man halt eben das jetzt so dann auch hier macht. Die Normalsehenden, ja klar, da die können jetzt auch drei Normalsehende theoretisch spielen und dann fallen die Sehbehinderten in dieser Sportart, die da extra für geschaffen wurde, durchs Raster. Das finde ich halt eben eher so dann halt eben wieder ausgrenzen für die Sehbehinderten. Weil bei anderen Sportarten werden die Sehbehinderten ausgegrenzt. Eben, falls es euch interessiert, das Thema, da könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben. Da können wir auch gerne mal dann eine offene Diskussionsrunde drüber machen. Auch wenn es jetzt nicht generell mit diesem Channel zu tun hat. Aber ja, das überlasse ich dann aber euch, ob ihr das jetzt wollt oder nicht. Aber ja, jetzt nur mal um meine Meinung da über diese Sache da zu sagen. Ich wollte eigentlich sagen, wo ich das jetzt gesagt habe mit den Normalsehenden, dass meines Wissens her in Planung ist, dass jetzt auch andere Sehbehinderte hier in Mecklenburg-Vorpommern, die dann schon im tiefsten Mecklenburg-Vorpommern leben, die Möglichkeit bekommen, auch diesen Sport machen zu können, weil sie ja nach Rostock nicht kommen können, wenn sie jetzt im tiefsten MV sind und dann auch noch Kinder, die jetzt sehbehindert sind, das ist ja nicht möglich. Und dann jetzt zum Beispiel auch zwei oder dreimal die Woche im Training, das würde nicht funktionieren. Deswegen ist das auch eine gute Sache, dass halt eben diese Mannschaft da gegründet wird. Aber es ist halt eben schade, dass halt eben jetzt da dieses Übergewicht da an Normalsehenden ist. Auch wenn da jetzt vielleicht zwei oder drei Sehbehinderte reinkommen, sollte man dann auch meiner Meinung nach jetzt nicht nach Leistung gehen und sagen, ja, die sind jetzt neu und so, dann lasst man trotzdem noch die Normalsehenden, sondern da würde ich mir wünschen, wegen dem, was ich gesagt habe, dass man dann halt auch diesen Sehbehinderten den Vorrang gibt, auch wenn sie jetzt vielleicht etwas schlechter spielen als jetzt die anderen. Aber das kann ich jetzt nicht beeinflussen. Das muss das Trainerteam dieses Vereines selber wissen. Ich wollte es einfach bloß mal jetzt sagen, meine Meinung dazu. Aber das Thema will ich jetzt nicht weiter vertiefen.
Sportlich gesehen ist Sporting Franzburg natürlich nicht so einzuordnen, dass man jetzt erwarten muss, dass sie den Titel holen. Das kann man von ihnen gar nicht erwarten, weil sie ja jetzt noch gar nicht gespielt haben in diesem Format. Aber trotzdem heißt das natürlich nicht, dass die anderen Mannschaften jetzt sagen können, wir spielen jetzt hier mit einer B-Aufstellung und hauen die 10:0 innerhalb von 5 Minuten aus der Halle. Das natürlich auch nicht. Das könnte nach hinten losgehen, wenn man da so rangeht. Jede Mannschaft, die antritt, die verdient es, respektiert zu werden. Und das wäre nicht das erste Mal, dass eine Mannschaft unterschätzt und deswegen dann das Spiel verliert. Von daher sollte man dann auch vorsichtig sein. Aber man kann jetzt einfach Sporting Franzburg nicht als Top-Favoriten sehen. Das auf alle Fälle nicht. Und das hat auch nichts Beleidigendes zu tun. Das ist auch nicht abwertend. Es ist halt einfach Fakten her die richtige Schlussfolgerung. So, das war jetzt das Video von Franzburg. Ich gebe zu, dass ich jetzt hier nicht nur über Gullball gesprochen habe, sondern auch über ganz andere Themen, was ich eigentlich nicht vorhabe. Aber ich wollte jetzt nur mal meine Meinung dazu sagen. Ich will jetzt auch nicht irgendjemanden angreifen. Also ich will jetzt auch nicht diejenigen, die diese Regeln so gemacht haben, angreifen. Auch jetzt die Mannschaft will ich jetzt nicht dafür an den Pranger stellen, dass sie jetzt halt eben das so macht. Aber ich denke, man darf seine Meinung dazu sagen. Ich akzeptiere auch eure anderen Meinungen. Schreibt dazu, wie gesagt, auch gerne in den Kommentaren, wie ihr das seht, ob ihr das anders seht, ob ihr mit mir konform geht. Wir können da auch gerne eine Diskussion drum führen, weil es ja schon ein Thema ist, was dann schon etwas weiter reicht. Aber ja, das war jetzt das Video über Franzburg und ich freue mich, wenn ich euch nächstes Mal dann bei der letzten Mannschaft, die noch übrig bleibt in diesem Projekt, euch wiedersehe. Bis dahin, macht's gut.